Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Common Hood. Wir sind in einer Art Kommune und von Obdachlosen in einer alten Fabrik und sollen uns hier quasi häuslich niederlassen und hier ein ganz nettes Zuhause bauen. Bisher sind wir da noch nicht allzu weit gekommen. Jetzt ist es 9 Uhr, wir werden erstmal schlafen und dann geht's mit frischer Kraft an den neuen Tag. Wir haben zwei Aufgaben, wir sollen einen Stuhl bauen und den verkaufen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Und wir sollen die Werkbank reparieren. Und man sieht es auch, am Tag 3 haben wir immer noch nichts wirklich hergestellt. Lasst uns mal schauen, wie es weitergeht. Um die Werkbank zu reparieren, brauchen wir einen Lötkolben. Einen Lötkolben habe ich bisher noch nicht gefunden. Wir waren hier oben unterwegs, auf dieser Ebene haben wir auch alles gemacht, da oben haben wir alles uns angeschaut und jetzt besteht die Möglichkeit hier mal runter zu gehen und einfach hier mal zu schauen, wie es weitergeht, ob hier unten vielleicht noch was zu finden ist. Und ansonsten habe ich mir überlegt, könnte man ja nochmal bei dem Kollegen vorbeigehen, der dort, es ist dunkel, bei dem Händler, ob der vielleicht was hat, was er uns verkaufen kann. So, okay. Ein Tisch. Und hier hinten ist es dunkel. Aber hier scheint noch eine Kiste zu sein. Okay. Alles nie ganz schlecht, aber uns fehlt nach wie vor der Lötkolben. Gut, dann gehen wir mal zu dem Händler und gucken, ob wir dort bei dem Händler den Lötkolben kaufen können. Erstaunlicherweise habe ich noch nichts essen müssen, noch nichts trinken müssen. So. Buy something or selling. Shop, Contracts, Flea Market. Jetzt müsste man Englisch können. Shop. Buy und sell. Okay. Was hat er denn? Ein Bett? Okay. Soldering Tools. 100 Dollar will der dafür haben. Ich habe 400 Dollar. Gebe ich die aus? Ja, was soll's. So, dann. Was brauchen wir jetzt? Scrap Metal. Werkbank ist repariert. Und jetzt könnte ich offensichtlich mir hier ein Rezept rauspicken. Okay, um irgendwas herzustellen. Die Frage ist, brauche ich etwas? Schrauben sind bestimmt immer eine gute Sache. Ja, 4 Schrauben aus einem Stück Metall. Das ist schon mal nicht schlecht. Metal Plate, was braucht man? Wie viel kriegt man daraus? 2 brauchen wir da. 2 Stück für einen. Achso, die hatten wir ja sowieso schon. Okay. Gut. Ich habe immer noch keinen Holzstuhl hergestellt. Oh, die Werkbank sieht wie neu aus. Ja, war mir eine Ehre zu helfen. Was? Looking to putting it to use any time soon. Alles klar.
Also sie hat das handwerkliche Geschick von dem Fordi, da hat mit ihr viel zusammen in der Garage gebaut. Und ja, sie vermisst ihn. Elektrische Motoren soll ich herstellen. Okay. Ja, er schickt mich nochmal zu Elkhart, wenn ich irgendwas brauche. Und der Community Storage. Okay. Einen Motor herstellen. Können wir den denn herstellen? Acquire Tech Electronics. Ich werde wahrscheinlich erstmal mir meinen Forschungsbereich irgendwo hinbauen müssen. Direkt vors Zelt. Kann man Technologien erforschen, das ist klar. Und was hat er gesagt? Elektronik brauche ich für den ja. Achso, das setzt er einfach nur da und lernt. Ja, wenn ich das gelernt habe, dann kann ich Motoren herstellen, glaube ich. So, wir können das natürlich auch mal beschleunigen, sehe ich gerade. Und jetzt können wir selber Lötkolben herstellen, oder? Ne, können wir nicht, aber den Motor können wir herstellen. Da brauchen wir 5 Gears, die haben wir. 5 Scrap Metal und 5 Electric Wire. Haben wir auch. Wie kann ich einen 10 will ich nie. Kann ich den halbieren? So kann ich ihn halbieren. Sehr gut. Naja, tu es mal lieber dorthin. Und wie viel? 5. Und 5. So, hier muss man mal gucken, dass da nicht mein ganzen mein ganzes Gas verbraucht. Nee. Was sollte ich machen? Ein Planar sollte ich craften und 3 Motors in der Community Store. Oh, das ist natürlich sportlich. So viele kann ich gerade nicht bauen. Ich kann erst 2 bauen mit dem, was wir haben. Ja. Was passiert, wenn ich hier mehr reinmache? Bleibt was übrig. Sehr gut. Da brauchen wir Kupferdraht. Wie viel? Achso, der muss erstmal den Motor rausnehmen, sonst kann er nichts Neues herstellen.
Gut, da haben wir die. Dafür brauchen wir viermal. Gut. Und dann kann ich jetzt wieder einen Motor herstellen. Na, so langsam kriegen wir doch hin. So, die drei Motoren, da wissen wir, was wir damit zu tun haben. Die sollen wir in den Community-Behälter hier reinpacken. Aha, nice job with des Motors. Ja. Ich denke, ich kann das noch verbessern. Okay, wir sollen Essen herstellen bzw. kaufen. Also, ja, wir hatten ja das Ziel, den Kran zu reparieren. Da war sie sich nicht sicher, ob sie das kann. Ja, du musst nicht alles reparieren. Irgendwas mit dem Kontrollpanel ist kaputt. Ja, Elektronik liegt mir. Ich bin gut mit Elektrikverdrahtung. Und ja, dann lass uns den Kran reparieren. Inzwischen ist es 9 Uhr, wir gehen erstmal schlafen. Und ich nehme natürlich auch den Generator wieder auf, dass er uns nicht den ganzen Sprit verbraucht, weil den kann man offensichtlich nicht abstellen. Oh, und da sieht man es jetzt schon, 15 Teile haben wir gecraftet. Sehr gut. Gut, wir sollen den Kran reparieren. Müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwo finden. Und das Planar-Ding, das können wir noch nicht herstellen, weil da habe ich keine Blaupause dafür. Und beim Stuhl weiß ich einfach nie, wie es geht. Okay. Nicht sehr hilfreich. So, wo ist denn jetzt der Kran? Der Kran hängt da oben. Und wo ist das Kontrollpanel für den Kran? Hier ist ein Kontrollpanel. Ach, da brauchen wir noch einen Motor. Ein Mikrocontroller. Was soll ich einen Mikrocontroller hernehmen? Und Elektrik war das. Also, Electric Wires, da brauchen wir 5, 6, 7. Brauchen wir 5 für den Kran und also 5 für den Motor und 2 für den Kran. So. Davon brauchen wir nochmal 5. Okay, war eins zu viel, das macht nichts. Ach ne. So, jetzt können wir einen Motor bauen. Kann man das eigentlich auch alles mit einmal wieder rüberziehen? Ne, muss man alles schön händisch machen.
Was war das andere? Ein Mikrocontroller. Haben wir einen Mikrocontroller gefunden? Nein. Den haben wir nicht, da kann ich mal gucken, ob wir den kaufen können. Hätte ich das jetzt eigentlich hier wieder rausnehmen können? Die Motoren, die ich da reingepackt habe. Hätte ich tatsächlich hier rausnehmen können. Na egal. Hätte ich gar nicht neu bauen müssen. Hallo Alcott, zeig mir mal, was du hast. Joa. Mikrocontroller sieht jetzt nicht so aus, ob er die hätte. Was hat er denn noch? Contracts? Okay. Und was ist ein Flea Market? I cancel items, you make it a Flea Market. Okay, wir können also alles Mögliche, was wir hergestellt haben, bei ihm verkaufen. Und er würde gern einen Van haben. Bei Van stand da, damit er das Zeug transportieren kann. Ich bin immer noch nicht sicher, was wir jetzt mit dem Chair machen. Jetzt, ich würde erstmal schauen, dass ich die Säge aufstelle. Das ist eine schöne Kreissäge, wo hast du die her? Oh, das ist die von meinem Dad. Hatte ich im Rucksack im Übrigen. Arbeitest du mit Holz? Ja, mein Vater und ich, wir haben Möbel in der Garage gebaut. Das kann ziemlich hilfreich hier sein. Du kannst aus Rohrlumber die Vierkanthölzer bauen. Mit Vierkanthölzern bauen wir dann Tisch und Stuhl. Wunderbar. Was brauchst du dafür? Er möchte Farming Operation, also Unterbraucher. Raised Beds, also ja. Mir fehlen gerade die deutschen Worte dafür. Ihr wisst, was ich meine. Gut, was sollen wir machen? 40 Stück davon. Ich habe gleich mal ein paar mehr gebaut, weil ja, das war gute Arbeit. Wo hast du das gelernt? Lass mich raten. Wieder von deinem Vater? Natürlich. In seiner Garage. Muss eine gigantische Garage gewesen sein. Ja, wir haben ein Baumhaus zusammengebaut. Oh, das ist ein schönes Projekt, um das zu lernen. Nun kann ich starten mit meinen Farming Operations. Willst du mir helfen? Na klar, helfe ich dir. Da ist ein Blueprint für einen Planter. Soil haben wir auch schon gefunden. Und dann können wir das bauen. Build a Planter. Da ist es. Wollen wir das hier hinbauen? Wo baut man sowas hin? Eigentlich da hinten, wo so schön helles Licht ist, oder? Kann das doch nicht hier ins Dunkle bauen.
das hier hinbauen irgendwo? Wasser, Kran. Perfekt. Hier können wir später aufmachen. Bin ich mir gar nicht sicher, was da noch hinzubauen geht. Ich stelle es mal hier in der Ecke. Und jetzt muss ich... Wo sind jetzt die Vierkanthölzer? Habe ich die in der Säge gelassen? Liegen die noch in der Säge? Wo sind sie denn jetzt hier? Das ist ja auch eine Sisyphus-Arbeit. So, ja. Da ist Soll. Ich mach mal klein was. Ja. Jetzt irgendwas falsch gemacht. Hey, wieso geht denn das nie? Ja, jetzt müsste ich wissen. Das Ding soll man bauen. Na, da gehst du einfach vorbei, anstatt mir zu helfen. Jetzt hier bin ich gerade überfordert, was ich machen muss, um das hier zu füllen. Na, manchmal steht irgendwie
Ah, you're getting tired. Wunderbar. Das ist nicht sehr hilfreich. Gehst du erstmal schlafen? Weil die Zutaten hat man jetzt alle, jetzt haben wir es bloß nicht irgendwie nie hingekriegt, das zu bauen. Okay. Gut. Trotzdem haben wir noch nicht mal, das hat er irgendwie blöd gemacht hier, ne? Okay. Also hier funktioniert irgendwie dieses Drag-and-Drop-Prinzip noch nicht so richtig, dass ich das reingefüllt bekomme. Na, jetzt malt er mir hinten plötzlich eine Linie hin, die er dort eigentlich gar nicht hinmalen sollte. Oh, das Holz wollte ich nie wieder mit wegnehmen. Ich wollte eigentlich bloß den Säul herausnehmen. Hey, geh weg. Och, Leute. So. Ist denn jetzt Ich kann das sogar höher bauen. Ach ne, wir haben jetzt dort oben angesetzt. Wisst ihr was? Die gute Nachricht ist, man kann erstmal alles wieder wegbauen. So. Und jetzt probieren wir das nochmal. Man kann das so hochbauen, aber das bringt ja nichts. Ein Fuß hoch hätte gereicht. Dann so. So. Okay, also das ist noch ziemlich logisch. Wir füllen quasi
die Bereiche aus, die uns vorgegeben werden. Das macht der Blueprint, sagt uns, welchen Bereich wir ausfüllen sollen. So. Und jetzt müssten wir das Zeug hier reinfüllen. Und da sagte uns, so tun. Habe ich gemacht. Und dann? Das sah ja schon mal nicht schlecht aus. So weit waren wir schon mal, ne? Naja, also das wird nichts. Tut mir leid, liebe Programmierer, aber das ist eine schwache Leistung. Ich kann sein, dass ich mich wirklich tatsächlich völlig zu dämlich anstelle. Aber auf der anderen Seite. Habe ich überhaupt keine Chance, gar keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Jetzt. Uiuiuiui. Das war ein bisschen nicht so schön. Ja, du hast ein paar schöne Crafting-Skills dafür. So, jetzt sollen wir ein paar Kartoffelsamen einpflanzen und die bewässern. Mit Cedric reden. Ich weiß zwar nicht, wer Cedric ist. Aber ich glaube, wir hatten doch schon Kartoffelsamen gefunden. Genau. Wie mache ich das? So, und bewässern. Gut. Wächst. Ach, ja, schon wieder. Jamo, wie bist du hier geendet in dieser Fabrik? Ist eine lange Geschichte. Warum bauen wir nicht eine riesengroße Farm, damit wir alle mit Essen versorgen können? Ja, und du kannst auf meine Hilfe zählen. Dann müssen wir nochmal ins Tutorial gucken, weil da hat er ein bisschen was Neues gemacht. Nämlich zuerst die Community. The first character has joined your community. Also das sieht man auch oben rechts. Da gibt es jetzt bei den Personen 1. Und das heißt, den kann ich dann offensichtlich zum einen brauche Versorgung, zum anderen kann ich ihn aber auch zum Arbeiten einteilen. Im Schedule Tab müsste ich das einstellen können, was er zu machen hat. Das ist interessant.
gucken wir uns dann gleich mal an. Dann können wir den Charakter auch was bauen lassen. Okay, da brauchen wir es nicht mehr selber bauen. Gut, lasst uns das herausfinden. Wir haben jetzt erstmal eine Kartoffelpflanze. Wo ist denn der Schedule-Tab? Community, hier ist er. So, der ist ein Meisterfarmer, also ein Meister-Researcher. Das heißt, als Farmer wäre er ganz gut unterwegs. Ja, lass man doch einfach jeden Tag Kartoffeln farmen oder sowas in der Art. Jetzt baue ich mal einen, den lang ersehnten. Wie viel haben wir denn hier? Da haben wir genug, okay. Dann bauen wir jetzt endlich mal den Stuhl. Alle? Hat er kein Holz mehr? Halt, du musst das Holz auch mitnehmen. Wirst müde, mach sowas. Gut. Dann gehst du erstmal schlafen. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir den Stuhl irgendwie verkauft kriegen. Jetzt sitzen wir schon nicht mehr alleine da in der Nacht. Guck dir das an. Wir sind eine kleine Kommune. Eine Mini-Kommune mit 2 Leuten. Ist kalt. Okay. So, jetzt haben wir uns erstmal den Stuhl eingepackt und wir hatten ja die Aufgabe, einen Stuhl zu verkaufen. Und da haben wir 50. 50 Dollar gekriegt. Wir müssen immer noch den Kran reparieren. Dazu braucht man einen Mikrochip. Und wir sollen den Planar produzieren. Die hilft mir gerade nicht. Den Planar produzieren, aber da fehlt mir noch der Bauplan. Gut, vielleicht kann ich nochmal hier hingucken, was wir erforschen können. Das Ding zum Beispiel, weil wenn ich das erforsche, können wir
Ah, und hier ist der Mikrochip. Beides interessant. Eine Metal Workbench sollten wir bauen, ne? Stimmt. Was brauchen wir denn dafür? Das haben wir, das haben wir. Das haben wir nicht, oder? Mist, was ist das? Wie kann man das herstellen? Gut, dann muss ich mal gucken, ob wir das... Geldtools, hatte ich die nie irgendwo? Mal gucken, ob da sowas für uns hat. Ui, 300. Viel Geld. Ich hätte es zwar. Also wie ist das ja eigentlich mit der Nahrung? Haben wir 7. Nahrung haben wir noch. Wie viel brauchen wir pro Tag? Zement. Vielleicht baue ich erstmal noch mehr Kartoffeln an. Wie ging denn das? Ach Gott, schon wieder total durcheinander. So. Mal sehen, ob wir das jetzt wieder hinkriegen mit dem Befüllen von der Erde. Komisch, auf einmal geht's so einfach. Gut, haben wir erstmal eine zweite Kartoffel gepflanzt. Das hilft uns natürlich jetzt auch nie, ist so weit. Ich weiß nicht, wie viele Kartoffeln der Mann ernten kann. Was denn hier? Nochmal Laub, okay. Was hat denn hier? 7 Essen. Hier habe ich auch noch welches. So, da haben wir 27 drin, das ist gut. Sehr gut. Wir sind zwar jetzt nicht so übermäßig weit gekommen heute, aber ein bisschen was haben wir schon geschafft und vielleicht fitzen wir uns da noch mehr rein. Für heute aber sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.